Nach fast 600-jähriger Geschichte als selbstständige Stadt wurde Dülken im Rahmen der kommunalen Neugliederung 1974 der Stadt Viersen angegliedert. Die Dachlandschaft der Innenstadt wird von dem spätgotischen Turm der Pfarrkirche St. Cornelius überragt. Der mächtige Bau nimmt eine beherrschende Stellung im alten Ortskern von Dülken ein. Vor der Industrialisierung lebte die Bevölkerung vorwiegend von der Leinenweberei. Heute bilden Eisen-, Schuh-, Textil- und chemische Industrie die Haupterwerbsquellen. In unmittelbarer Nähe zur ehemaligen Stadtmauer, die 1609 drei Tore und 19 Türme besaß, steht das Rathaus. In seiner heutigen Form wurde es um die Jahrhundertwende fertiggestellt. Im ehemaligen Sitzungssaal des Rathauses befindet sich ein Bild aus dem Jahr 1892. Es wurde von dem Düsseldorfer Künstler Deiters im Auftrag der Gesellschaft Eintracht gemalt. Dargestellt ist der Steckenpferdritt um die Narrenmühle. Dülkener Bürger und Bürgerinnen sowie Mitglieder der Eintracht schauen zu. Das gesellige Leben der Narrenakademie war zur Entstehungszeit des Ölgemäldes fast völlig eingeschlafen. Die Gesellschaft Eintracht, der viele angesehene Dülkener angehörten, wollte mit dem Bild die Erinnerung an die Narrenakademie wachhalten. Sie hatte damals bereits 150 Jahre oder noch länger bestanden. Obwohl die Narrenakademie sich selbst nicht ausschließlich als Karnevalsverein versteht, hat sie doch den bekannteren Karneval in Köln, Düsseldorf oder Mainz beeinflusst. So war sie zum Beispiel schon 1825 maßgeblich an der Durchführung des Düsseldorfer Rosenmontagszuges beteiligt. Der volle Titel der Narrenakademie lautet »Erleuchtete Monduniversität und berittene Akademie der Künste und Wissenschaften«. Zahlreiche bildliche Darstellungen, wie dieser Druck aus dem Jahr 1826, zeigen die Mondritter und ihre Narrenmühle vor der Stadt Dülken. Heutiger Versammlungsort der Narrenakademie ist eine für diesen Zweck hergerichtete alte Bockwindmühle. Sie wurde 1809 erbaut und ging 1906 in städtischen Besitz über. Um ein städtisches Museum einrichten zu können, wurde sie 1912 restauriert. Die beiden Weltkriege hat die Mühle unversehrt überstanden. Seit 1952 kann man im runden Sockelgeschoss das Narrenmuseum der Akademie besuchen. Närrische Symbole wie die hölzernen Steckenpferde und die Mondsichel auf dem Dach weisen auf Namen und Nutzung der Mühle hin. Im großen Weisheitssaal im Obergeschoss halten die Senatoren der Narrenakademie an jedem ersten Freitag im Monat ihr traditionelles Treffen ab. Zu den Riten, die die Narrenakademie pflegt, gehört die Ernennung zum Doktor Humoris Causa. Diese Ehre wird auch heute noch nur ausgewählten Kandidaten zuteil. Die folgende Promotionsfeier mit Verleihung eines Doktordiploms fand 1975 in der Dülkener Narrenmühle statt. Die um den Mühlenbaum versammelten Präsidiumsmitglieder eröffnen die Sitzung mit der ersten Strophe des Liedes »Wir sind die Könige der Welt«. Wir sind die Könige der Welt, wir sind des Lichtes Söhne. Durch ganze weite Himmel zählt der Schallen unserer Weisheitstöne. Dem Lichte sind wir untertan, uns Ehren zeichnen unsere Bahn. Dem Lichte sind wir untertan, uns Ehren zeichnen unsere Bahn. Hochweise Senatoren,
wohlberittene Professoren, Doktoren und Ritter des jungen Lichtes, ihr habt die Schläge des Hammers vernommen und euch nach alter Sitte von euren Plätzen erhoben. Wir sind vom Schein des jungen Lichtes erleuchtet und ich will feststellen, ob genügend erleuchtete Häupter hier sind, um mit der Tagesordnung zu beginnen. Nennt eure Namen. Senator Secretarius Liberarius Publicus. Senator Inspector Dimidi Posteus Lune et Plealum. Senator Protector Mole. Die Männer, die sich in lateinischer Sprache mit ihren Narrentiteln und Ämtern vorstellen, tragen Namen wie Inspektor der Luftschlösser, Beschützer der sieben Weltmeere oder Generalpächter der Weisheit. In den letzten Jahrzehnten sind ironisch spöttische Bezeichnungen erfunden worden, die sich auf Beruf oder Hobbys der Namensträger beziehen. Senator Lucifer. Rector Magnificus. Ich vernahm eure Namen und stelle mit Befriedigung fest, dass genügend Geist vorhanden ist, um in die Tagesordnung einzutreten. Senator Secretarius, verkünde uns, was wir zu beraten haben. Punkt 1 der Tagesordnung lautet: Doktorpromotion des Bürgermeisters Hans-Willi Gerke. Und Punkt 2 der Tagesordnung: Eröffnung des närrischen Jahres. Danke. Bürgermeister Hans-Willi Gerke, auf der vorletzten Sitzung hat dich der Senat einstimmig zum Doctor Honoris Causa vorgeschlagen, wegen deiner Verdienste unserer Vaterstadt und Narrenakademie. Aber jeder Kandidat hat zunächst drei närrische Fragen zu beantworten. Ich stelle die erste Frage: Warum hast du nach langem Schwanken den Namen Senator Solucifer gewählt? Ich könnte mir die Antwort leicht machen und sagen, weil dieser altehrwürdige Name gerade frei ist, aber das wäre zu wenig akademisch. Lucifer war, als er noch Erzengel war, der Lichtträger und Sol bedeutet eben nicht Mond, sondern die Sonne. So Lucifer ist damit der Träger des strahlenden Sonnenlichtes. Ich werde in dieser meiner Auffassung bestärkt durch 12 Geheimnisse unserer Narrenakademie, deren erstes lautet das Geheimnis des düsteren Lichtes, das zweite das Geheimnis des jungen Lichtes und das dritte das Geheimnis des großen Lichtes. Mir wäre es als Inspektor Dimidi Posseus Lune lieber gewesen, der Kandidat hätte sich als Namen des düsteren Lichtes bedient. Denn wir verehren alle das junge Licht und ich befürchte, dass es zweitrangig wird. Außerdem wird sich am Firmament ein schreckliches Gedränge erheben und es wird Kompetenzschwierigkeiten geben, wie das so üblich ist. Wegen des Gedränges habe ich keine Befürchtungen. Ich habe mich mit dem ersten Menschen auf dem Mond, unserem Freund Nils Armstrong, unterhalten, der mir versichert hat, es wäre immens viel Platz in der Hemisphäre, insbesondere aber auf dem Mond. Und im Übrigen ist ja das Licht des Mondes ein entlehntes, ein von der Sonne entlehntes Licht, was seine Bedeutung keineswegs mindert, denn jeder Politiker entlehnt ja auch sein Amt von den Wählern. Als unabhängiger freier Senator bin ich nicht gern Lehnsträger, aber da ich ja noch die Plejaden besitze, gebe ich den Raum für den Kandidaten frei. Als letzter Bürgermeister von Dülken und als erster Oberbürgermeister der neuen Gesamtstadt frage ich dich, wann hatte Dülken zum ersten Mal einen Bürgermeister und wie kam es dazu, dass dessen Gehalt nur halb so hoch war wie das der städtischen Nachtwächter? Im 15. und 16. Jahrhundert war Dülken nur sehr schwer zu regieren und es bedurfte daher zweier Bürgermeister, um das durchzusetzen. Diese beiden Bürgermeister wurden jeweils zu einem Feste gewählt, an dem gefeiert wurde. Damals, das darf ich versichern, gab es sehr trinkfeste Leute in Dülken.
Der Kurfürst hat im Jahre 1772 angeordnet, dass fürderhin nur noch ein Bürgermeister zu wählen sei. Und daher hat der erste einzige Bürgermeister im Jahre 1773 sein Amt in Dülken angetreten. Aber unbotmäßig, wie die Dülkener damals schon waren, haben sie sich nicht immer daran gehalten und in verschiedenen Jahren dann auch wieder zwei Bürgermeister gewählt. Moment mal, der zweite Teil der Frage ist noch nicht beantwortet, lieber Kandidat. Sehr richtig. Ja, das Amt des Bürgermeisters war damals wie heute ehrenamtlich. Und darüber hinaus war es und ist es so, dass in Dülken immer schon die Nacht zum Tage gemacht wurde und daher ein Nachtwächter in der Stadt Dülken mehr zu tun hatte als ein Bürgermeister, ihm daher ein höheres Salär zustand. Das stimmt, wie ich aus den Protokollbüchern aus dem Jahre 1773 feststelle, erhielt der Dülkener Nachtwächter damals 18 Reichstaler und der Bürgermeister nur 9. Die neue Stadt Großdülken, Großviersen, hat als neues Wappen 3 Mispelblüten. Mit den Blüten kann man sich abfinden. Mit Mispelfrüchten wäre das schwierig, weil sie nur im Zustand der Edelfäule genießbar sind. Wie sah das alte Dülkener Wappen aus, Kandidat? Das Dülkener Wappen zeigt den Kirchturm als Zeichen der geistlichen Macht, den Jülicher Löwen als Zeichen der weltlichen Macht. Ja? Das Dülkener Wappen beinhaltete aber noch eine heraldische Besonderheit, auf die der Kandidat noch nicht eingegangen ist, und darauf müssen wir noch bestehen. Richtig. Jawohl. Der Dülkener Löwe hat im Gegensatz zu allen heraldischen Gesetzen, wonach die Wappentiere zum linken Teil des Wappenschildes gucken, die umgekehrte Stellung. Der Dülkener Löwe kehrt sein Hinterteil gen Osten, das heißt Viersen, wobei er einladend den Schwanz erhebt. Oh. Bedingungen der Promotion erfüllt. Ich gratuliere dem neuen Doktor Humoris Causa Hans-Wilgerke den Doktorhut aufs weiße Haupt und hier die versiegelte Urkunde der Dülkener Narrenakademie. Seit 1949 wurde diese Art Doktordiplom jährlich verliehen. Dabei war und ist man stets darum bemüht, bekannte Wissenschaftler oder prominente Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben für die Akademie zu gewinnen. Während der Promotionsfeier finden sich auf dem Platz vor der Mühle Karnevalsgesellschaften und Musikgruppen aus benachbarten Orten ein, um die Zuschauer auf die Eröffnung der Session und den Ritt um die Mühle einzustimmen. Die häufig anzutreffenden Symbole wie Mondsichel, Buch oder Hammer lassen Vergleiche mit den Freimaurerlogen des 18. Jahrhunderts zu. Die Übernahme von Elementen aus der Symbolik und den Riten der Geheimbünde durch die Narren geschah jedoch wohl mehr mit ironischer Distanz. Die kurzen Schulterumhänge, die seit 1960 getragen werden, sind in den Dülkener Stadtfarben schwarz-gelb gehalten. Die Sitzung ist beendet. Wir begeben uns zur Öffnung des närrischen Jahres nach unten. Prosit. 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 Gloria, 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 Gloria. Rector Magnificus,
Rector Magnificus Vicarius et Secretarius, Prokurator, Magister Ritus und die Assessores bilden das Präsidium der Akademie. Zusammen mit den Senatoren entscheiden sie über die Aufnahme neuer Mitglieder und die Verleihung von Titeln und Auszeichnungen. Neben der Ehrung zum Doctor Humoris Causa gibt es noch andere Titel. So können Mitglieder zum Träger des Ehrenringes der Akademie, zum Ritter des jungen Lichtes oder zum Ritter des lachenden Steckenpferdes ernannt werden. Hat sich jemand besonders um die Narrenakademie verdient gemacht, so wird er zum Ehrensenator erhoben. Nicht nur in Dülken, sondern auch im In- und Ausland gibt es zudem zahlreiche korrespondierende Mitglieder. Zu den Aufgaben, die sich die heutige Narrenakademie stellt, gehört die Erhaltung des närrischen Lebens in Dülken. Hierzu zählen die Pflege und der Ausbau des Narrenmuseums und der Windmühle, die Eröffnung des närrischen Jahres am 11. November, die Kürung des Karnevalsprinzen und die Durchführung des Prinzenballs. Damit nimmt die Narrenakademie auch an den Bräuchen teil, die im übrigen Rheinland den Karneval bestimmen. Liebe Mitbürger, die Zahl 11 war für uns Dülkener immer eine bedeutungsvolle Zahl, fast eine heilige Zahl. Am 11. im 11. 1364, also genau vor 611 Jahren, wurde Dülken zum ersten Mal als Stadt genannt. Und dann blieb uns die Zahl treu, mehrere Jahrhunderte lang, als die bekannte Narrenstadt des Rheinlandes mit ihrer berühmten akademischen Mühle. Und die Elf verließ uns nie, als wir vor 70 Jahren Straßenbahnverbindung mit Mönchengladbach bekamen. Da wurde das die Linie 11 genannt. Und jetzt sind wir schon fast 6 Jahre Viersen 11. Dülkener Geselligkeit und originelle Narretei werden nie untergehen, werden immer ihre Eigenart behalten. Und darum eröffne ich mit diesen Hammerschlägen gegen unsere altehrwürdige Mühlentür das närrische Jahr 1976. Zum ersten Male stehen dunkle Wolken am wirtschaftlichen Horizont, aber wenn wir alle zusammenhalten und gemeinsam schaffen, geht es wieder aufwärts. Aber wer schaffen will, muss fröhlich sein. Und dazu sollen die nächsten kommenden närrischen Tage dienen. Nun auf zum Ritt um unsere alten Mühle nach dem Rittmarsch von unserem Einflohnen. 11.000 Jecken reiten auf Stecken. Bravo! Bravo! Als Dülkener Bürger im 14. Jahrhundert das Gehabe des reichen Adels nachahmen und karikieren wollten, sollen sie sich angeblich kurzerhand hölzerne Steckenpferde geschnitzt haben und darauf um die Mühle geritten sein. Mit diesen Motiven versucht man, eine ursprüngliche Gründung der Narrenakademie im Mittelalter zu erklären. Das Steckenpferd symbolisiert Schwäche und auch Leidenschaft. Beides gestehen sich die Steckenpferdreiter zu.
Auch die heutigen Narrenakademiker bekennen sich mit ihren hölzernen, individuell gestalteten Pferden dazu. Der Rektor Magnificus umschreibt das Steckenpferdreiten als eine frei gewählte Tätigkeit, die zu unserem Temperament passt und die wir mit leidenschaftlicher Hingebung betreiben. Mit einem Schuss Laune, Originalität und Fantasie versetzt, lässt sie uns schöpferisch Freuden und Stimmungen empfinden und bezweckt sonst gar nichts. Mit dem Steckenpferdritt um die Dülkener Mühle sollte wohl ursprünglich das Gebaren von Rittern und Hochadel nachgeäfft und verspottet werden. Das Gelände um die Mühle bot sich dazu an, weil es früher außerhalb der Stadtmauer lag und somit der Aufsicht der Obrigkeit entzogen war. Als 1479 in Dülken eine Lateinschule gegründet wurde, soll die Überheblichkeit der Gelehrten den Dülkener Bürgern aufgestoßen sein. Mit Spott und Ironie reagierten sie auf die ihnen nicht vertrauten akademischen Gepflogenheiten. Sie ernannten sich selber zu Rektoren, Professoren und Doktoren und persiflierten mit ihrer Narrenuniversität die akademischen Vorbilder. Das Gründungsjahr der Narrenakademie lässt sich nicht mehr nachweisen. Ob sie eine Nachahmung des Narrenordens ist, den der letzte Graf von Kleve, Aleph II., 1381 gegründet hatte, bleibt fraglich. Verschiedene Doktordiplome, wie zum Beispiel das älteste erhaltene aus dem Jahre 1741, beweisen dann jedoch die Existenz der Akademie im 18. Jahrhundert. Heinrich Weimann, ein Bonner Student, verhalf ihr mit seinen Aktivitäten in den Jahren nach 1822 zu neuer großer Bedeutung. Er organisierte gesellige Feste und warb berühmte Wissenschaftler wie die Professoren Görres, Thiersch, von Schelling und andere für den Eintritt in die Akademie. Unter Weimanns Leitung hatte sie 2000 Mitglieder. Nach dessen Tod wurde es seit 1840 stiller um die Narrenakademie. Traditionalistisches und ortsgeschichtliches Bewusstsein Dülkener Bürger wird dann eine erneute Wiederbelebung des Narrenvereins 1937 beeinflusst haben. Heute gehören Kurzreisen ins Ausland sowie Ausflüge mit informativen Vorträgen ebenso zum geselligen Programm wie das Feiern verschiedener jährlich wiederkehrender Feste. Karnevalsgesellschaften und Musikgruppen aus den umliegenden Orten und die für das Rheinland typischen Karnevalsfiguren wie Prinz und Prinzessin und die Tanzmariechen der roten und blauen Funken werden zur Eröffnung der Karnevalssession mit einbezogen. Umgekehrt gehen die Dülkener Narren bei den großen Rosenmontagszügen in Köln oder Düsseldorf mit. Ebenso besteht auch zu anderen Narrengesellschaften Kontakt. Das Lied von der alten Mühle kündet das Ende der Veranstaltung an. Nachdem die Mühle mehrmals umrundet worden ist und die Akteure und Zuschauer ausgiebig getanzt und geschunkelt haben, formiert man sich zu einem Fackelzug.
Seit 1868 gibt es in Dülken die Gesellschaft Orpheum. Im Gegensatz zur Narrenakademie widmet sich dieser Verein ausschließlich karnevalistischen Aktivitäten. Der Zug mit den Gruppen geht durch den Ort und wird sich auflösen, wenn die Teilnehmer in den am Wege liegenden Gaststätten einkehren. Die Zuschauer schließen sich den abziehenden Gruppen an und verlassen in ausgelassener Stimmung das Mühlengelände. Die Mondritter der Narrenakademie werden sich auch weiterhin in der Mühle außerhalb der Karnevalssaison treffen, um Humor und Geselligkeit zu pflegen und vor allem ihr närrisches Geheimwissen untereinander auszutauschen.